Ihr habt Molke bestimmt schon einmal im Supermarkt entdeckt. Als Naturtrink, zusammen mit Fruchtsaft gemischt oder sogar in Pulverform. Aber was steckt eigentlich dahinter? Molke ist ein Milchprodukt, das klassischerweise bei der Käseherstellung anfällt. Es ist ein Nebenprodukt, früher hätte man gesagt ein Abfallprodukt, aber das ist schlicht und ergreifend falsch. Denn Molke enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe, die gut für uns und unseren Körper sind. Molke besteht zu etwa 94% aus Wasser. Dazu kommen dann noch 4-5% Laktose, das ist der Milchzucker, und etwas unter 1% Eiweiß, vor allen Dingen die Molkenproteine. Außerdem enthält Molke Mineralstoffe wie zum Beispiel das Calcium und Magnesium, Spurenelemente wie Jod und die Vitamine, da sind vor allen Dingen die Vitamine der B-Gruppe zu nennen. Falls ihr das Fett jetzt vermisst, dann ist das kein Fehler von mir, sondern Molke ist so gut wie fettfrei. Also das muss man gar nicht erwähnen. Außerdem ist Molke sehr kalorienarm mit etwa 25 Kilokalorien pro 100 Gramm. Die Molke ist durch den hohen Wassergehalt sehr dünnflüssig. Außerdem schimmert sie so grünlich-gelb. Das liegt an den Vitaminen B1 und B2, also Thiamin und Riboflavin. Das wirkt auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, ist aber gut, weil diese Vitamine sind auch wichtig für unseren Körper. Sie sorgen dafür, dass die Nerven funktionieren, dass wir wachsen, uns gut entwickeln und eben auch Energie aus den Lebensmitteln ziehen können. Und sind gut für die Immunabwehr, also für ganz viele Sachen und nicht nur für die Farbe der Molke. Wer Molke trinkt, soll viele gesundheitliche Vorteile haben. Zum einen ist sie fett- und kalorienarm, hat einen hohen Wassergehalt, enthält aber trotzdem viele wertvolle Inhaltsstoffe und wird deshalb bei einer Diät empfohlen, also wenn man abnehmen möchte. Außerdem ist das Protein leicht verdaulich und es enthält viele essentielle Aminosäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Deshalb ist die Molke auch bei Sportlern so beliebt, die nämlich immer darauf achten, dass sie mithilfe ihrer Proteinversorgung die Muskeln stärken und aufbauen können. Das Kalzium in der Molke sorgt eben davor, dass wir vor Osteoporose, dem Knochenschwund, geschützt sind und die Vitamine, dass unsere Immunabwehr gut dasteht. In der Molke ist außerdem Milchsäure und Milchzucker und das stärkt unsere Darmflora und sorgt dafür, dass unser Stuhlgang reguliert wird. Wer unter Laktoseintoleranz leidet, also den Milchzucker nicht verdauen kann, sollte aber bei Molke sehr vorsichtig sein. Molke entsteht quasi nebenbei beim Käsen. Man legt die Milch dick, man schneidet und rührt sie und dann teilen sich die festen Bestandteile der Milch von den flüssigen. Das Feste ist dann am Ende der Käse, das Flüssige ist die Molke. Das ist jetzt natürlich super stark vereinfacht. Wenn ihr mehr über die Käseherstellung wissen wollt, dann schaut euch doch einfach unsere anderen Videos an. Eins davon stelle ich euch irgendwie hier oben rein. Das könnt ihr dann nachschauen. Aber ihr versteht das Prinzip davon. Wenn ich aus flüssiger Milch festen Käse machen möchte, entsteht auch flüssige Molke. Und je härter der Käse ist, umso weniger Flüssigkeit ist darin enthalten und umso mehr Molke entsteht auch. Bei der Herstellung von 1 Kilo Schnittkäse zum Beispiel erhalte ich automatisch 9 Liter Molke. Süßmolke entsteht, wenn man Lab beim Käsen einsetzt. Das ist bei den meisten Hart-, Schnitt- und Weichkäsen der Fall. Sauermolke entsteht, wenn ich mit Milchsäurebakterien käse. Das ist bei Quark oder Frischkäse oder dem Harzerkäse so. Auch bei Sauermilchprodukten wie zum Beispiel Joghurt entsteht Sauermolke, aber die seht ihr nicht auf Anhieb, weil die eigentlich noch im Produkt gebunden ist. Manchmal kann das aber passieren, dass ihr zum Beispiel den Frischkäse öffnet und dann hat sich oben Flüssigkeit abgesetzt. Das wäre dann auch die Molke. Nicht wegschütten, das ist viel zu schade, sondern einfach wieder unterrühren. Molke ist frisch, leider nicht so lange haltbar. Also wird sie in der Molkerei pasteurisiert, also erhitzt, und kommt dann mit oder ohne Fruchtzusatz in den Supermarkt. Aus der Molke kann man außerdem noch Käse herstellen. Das wäre typischerweise zum Beispiel der italienische Ricotta oder der norwegische Braunkäse. Viel häufiger wird Molke aber zu Molkepulver weiterverarbeitet. Das heißt, das Wasser wird entzogen und dann ist es ein Beistoff oder Zusatzstoff,
in der Lebensmittelindustrie, in Desserts, Backwaren, Margarine oder ähnlichen. In Kosmetika ist es vorhanden oder eben auch für die Sportlerernährung. Man kann aus der Molke auch Laktose herstellen. Das findet ihr in pharmazeutischen Produkten, in Babynahrung zum Beispiel oder auch bei der Lebensmittelindustrie. Ihr könnt Molke auch super leicht zu Hause selbst herstellen. Ich habe heute meine Molke selbst gemacht, indem ich Joghurt über einem Sieb habe abtropfen lassen. Jetzt habe ich einen Joghurtfrischkäse oben im Sieb und Molke unten in der Schüssel. Leider ist die Molke so frisch nicht sehr lange haltbar und sollte schnell verbraucht werden. Natürlich gibt es auch Pülverchen, die man kaufen kann und die man einfach mit Wasser anrührt, um seine Molke herzustellen. Nicht jeder mag Molke so pur trinken. Sie hat einen ganz eigenen, leicht säuerlichen Geschmack. Ich persönlich mag es auch am liebsten, wenn das Ganze mit Fruchtsaft gemischt ist, also als Molke-Shake sozusagen. Ich koche auch ganz gerne mein Gemüse darin oder nehme die Molke als Grundlage für ein Curry. Man kann damit auch backen, ob Brot oder Kuchen ist egal. Einfach die Flüssigkeit, die sonst im Rezept mit angegeben ist, also Milch oder Buttermilch, durch Molke ersetzen. Die Molke ist ein spannendes, häufig unterschätztes Lebensmittel. Probiert es doch einfach selbst mal aus, wie es euch schmeckt, was ihr damit alles machen könnt und ob es eurer Gesundheit gut tut. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr gemacht habt.